sitzen heute hier beim Saturday Night Gym. Das ist ein Event, was ungefähr einmal im Monat stattfindet. Hier kann man sich mit Freunden treffen, Fußball oder Basketball spielen und Zumba tanzen. Ich würde sagen, wir reden nicht lang rum, sondern gehen einfach rein. Hey man, what's wrong with you? Hier die Leiterin, die Managerin von diesem Saturday Night Jam oder was genau machen Sie hier? Nein, ich bin vom Jugendhaus aus angestellt, Mitarbeiterin, und das Jugendhaus ist verantwortlich für diese Veranstaltung. Können Sie uns noch kurz erklären, was genau ist eigentlich dieses Saturday Night Jam? Also, das Saturday Night Jam wurde ins Leben gerufen vor 15 Jahren von zwei Kollegen von mir, die einfach gesagt haben, sie möchten den Jugendlichen einen Ort geben, wo die Samstagabend hingehen können, dass sie nicht im Stadtpark rumsitzen oder auf der Straße und Unfug machen. Hello, fam. Spielt ihr auch außerhalb von Saturday Night Jam Basketball mit Freunden oder im Verein? Ja, im Sommer gehen wir öfters zur OAS und ich spiele auch im TSV Elzing Basketball seit 8 Jahren. Ich spiele es lediglich so mit Freunden, hier halt. Ihr spielt jetzt hier gerade Tischtennis. Seid ihr nur zum Tischtennis gekommen oder auch zum Fußball oder Basketball spielen? Also wir sind jetzt nur heute zum Tischtennis gekommen, da viele meiner Freunde verletzt sind wie ich und er. Auf jeden Fall wurden alle hier in Lebeck damit bekommen, dass es die Saturday Night Jam gibt. Und dann sind wir hier ab und zu runtergekommen zum Tanzen und dann gab es hier auch das Zumba, ja. Das wievielte Mal bist du jetzt hier beim Saturday Night Jam zum Basketballspielen? Ja, so ungefähr das 20. Mal. Also wir waren schon ganz oft hier, wir kommen hier seit ungefähr 3-4 Jahren her. Also ich würde auch sagen 15, 20 Mal bestimmt. Das ist schon, ich glaube, also bestimmt über das 8. Mal. Und bei dir? Erste Mal.